Billig, Fliege und viel Gepäck, geht das? Das ist eine Frage, die mich gerade aktuell beschäftigt, weil ich auf dem Weg nach Dubai bin. Hinfliegen tun wir ohne Gepäck, also nur mit Handgepäck, und zurück, wenn wir ein bisschen einkaufen wollen, haben wir uns entschlossen, ein Gepäckstück aufzugeben. Und dabei ist mir bei Wizz aufgefallen, wenn man also hier auf Informationen geht und Gepäck, dass er bei Wizz Air als Freigepäck, also die haben diese Regelung mit diesem Kleinhandgepäck und kostenpflichtig das große Handgepäck, das ihr mit in die Kabine nehmen dürft, also da rauben sie euch ein bisschen aus. Also das große Handgepäck müsst ihr je nach Flugstrecke zwischen 10 und 20 Euro in der Hauptsaison, also fürs große Handgepäck bezahlt. Wo Wizz Air dann wirklich günstig ist, ist das aufgegebene Gepäck. Da könnt ihr also ein Gepäckstück mitnehmen, das bis zu 32 Kilo haben darf. Die Ausmaße sind mit 1,10 Meter in der Höhe und in der Länge von 1,70 Meter auch relativ groß. Und je nach Streckenlänge kostet das Gepäckstück also tatsächlich nur um die 20, beziehungsweise für unseren Dubai-Flug haben wir 25 Euro bezahlt. Also da ist bisher wirklich ein Vorzeige-Billig-Airliner, wenn es um Gepäck geht. Wenn ihr euch mehr für Dubai interessiert, wie es da war, wie ich für sage und schreibe 150 Euro dorthin gekommen bin, schaut euch einfach bei mir im Videoblog die Dubai-Serie an. Ansonsten, wie immer, die Empfehlung, den Kanal zu abonnieren, damit ihr nichts versäumt, oder bei mir auf der Homepage den Newsletter. Wenn euch der Film gefallen hat und ihr auch mal so extrem günstig nach Dubai wollt, zum Shoppen mit dem Frauchen, könnt ihr den Film auch mit anderen Freunden teilen.